Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine blitzschnelle Lasagne mit Erbsen. Herzlich willkommen zum ersten Kochvideo in 2023. Die nächsten Wochen werde ich eure vielen Inspirationen, eure vielen Rezepte nachkochen. Freue mich ganz doll drauf, sind ja echt ein paar coole Ideen dabei. Und wenn du noch ein kurzes und knackiges Rezept hast, was du in dem Kanal teilen möchtest und wo du dir wünschst, dass ich das nachkoche, dann kannst du gerne auf dem Kanal auf Community gehen, draufklicken. Da ist ein Post und da sind die vielen Rezepte dann gerne einmal hinzufügen. Aber heute fangen wir an mit dem Lasagne-Rezept. Das bin ich schon ganz, ganz lange schuldig. Das ist das meistgefragteste Rezept. Vor, weiß nicht, 3, 4 Jahren habe ich das mal im Hauptkanal gekocht in einem Video. Und seitdem immer, Laila, bitte pack dein Lasagne-Rezept hier rein. Ich packe das hier rein und muss auch dazu sagen, man kann es nicht wirklich Lasagne nennen. Nudelauflauf oder Lasagne-Plattenauflauf oder an eine Lasagne, also es hat mal eine Lasagne gesehen irgendwann mal, es ist aber irgendwie dann doch auch was ganz anderes. Lasst uns starten. Wir brauchen von all dem brauchen wir weniger, ja, aber ich habe die Sachen jetzt da, weil das macht man so ein bisschen mit Gefühl. Also 500-600 Gramm Rindergehacktes, eine Zwiebel bzw. eine Tiefkühlzwiebel, 1-2 Gläser Tomatensoße, fertige, dann brauchen wir ein bisschen Kräutersalz. Kannst auch normales Pfeffersalz nehmen, kannst selber die Würzung, wie du es gerne würzt. Tiefkühlerbsen, Lasagneblätter und die sind schon ohne Vorkochen. Also ich weiß nicht, ob es welche mit Vorkochen gibt, aber auf jeden Fall, ich nehme die ohne Vorkochen, steht klein drauf. Dann 1-2 Päckchen Sauce Hollandaise, 1-2 Päckchen Sauce Bechamel. Ach ja, und geriebenen Käse, den muss ich noch aus dem Kühlschrank holen. 1-2 Päckchen, ich habe jetzt hier ein bisschen Emmentaler, hier ein bisschen Mozzarella, den Käse, den du gerne gerieben drauf haben möchtest. Let's go! Als erstes braten wir die Zwiebeln mit ein bisschen Öl und dem Gehackten an. Kleiner Tipp, ich nehme dafür einen Topf statt eine Pfanne, weil das gibt dann weniger Gespritze und Sauerei in der Küche. Und geschmacklich macht das in dem Fall keinen Unterschied. Nicht zu braun werden lassen und dann gleich das Rindergehackte dazu. Ein bisschen Kräutersalz dazugeben. Das muss gar nicht lange und perfekt durch sein, es kommt ja noch in den Ofen rein, also relativ zügig dann schon die fertige Tomatensoße dazugeben. Ich gieße da jetzt noch ein bisschen Wasser rein. Und einfach die ganze Soße zu nutzen und mal schauen, ob da jetzt ein Glas reicht. Anderthalb Gläser. In die Auflaufform etwas Bechamelsoße auf den Boden machen und die erste Schicht Lasagneblätter draufgeben. Ruhig ein bisschen alles verquetschen und vermixen. Dann kommt auch schon das Fleisch drauf. Eine schöne dicke Schicht. Die nächste Schicht Blätter drauf. Und diesmal Sauce Hollandaise. Die Erbsen draufgeben. Schön ist, wenn die ein bisschen angetaut schon sind. Also nach dem Supermarkt gleich draußen lassen oder ein bisschen früher aus der Tiefkühlung rausholen. Und jetzt die restliche Sauce Hollandaise drauf verteilen. Dadurch, dass die ja gewürzt sind, muss man jetzt auch diese Erbsen nicht weiter würzen. Zweites Päckchen. Gerne auch Wasser reinfüllen und drauf gießen. Dann die nächste Schicht drauf. Jetzt haben wir hier den Topf, wo ich das Gehackte drin gemacht habe. Der muss gar nicht ausgewaschen werden. Ich mache jetzt die restliche Sauce Bechamel hier rein. Mit ein bisschen Wasser noch. Und dann haben wir hier noch das halbe Glas Tomatensoße auch rein. Auch mit ein bisschen Wasser.
Dann mache ich jetzt diese Päckchen, weil Bechamel haben wir uns jetzt geschenkt, brauchen wir nicht. Dann mache ich jetzt hier den Mozzarella-Käse rein und verrühre das alles. Und das kommt jetzt auf die Lasagne obendrauf. Das Ganze kommt jetzt eine knappe Stunde, 45, 50 Minuten circa, wir schauen uns das gemeinsam an, in den Ofen bei 180 Grad Umluft. Für die Käseliebhaber kommt dann ungefähr 20 Minuten vor Garzeit die zweite Packung Käse drauf. Ist aber nach Bedarf, ne? Ich bin noch gar nicht sicher, ob ich die noch drauf machen werde. Oh, sieht die toll aus. Wir machen jetzt ein bisschen Käse drauf. Auf die letzten 15 Minuten. Ist die schön. So, lieber Micha. Komm essen. Könnte Lasagne sein. Könnte, wir wissen es nicht. Schreibt doch bitte gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Rezept nennen würdet. Ich glaube, Lasagne geht nicht, weil dann fallen alle Italiener in Ohnmacht. Das ist ganz frisch und weich und lieblich durch die Sauce Hollandaise. Ganz, ganz, ganz. Ich freue mich auf eure Kommentare, ihr Lieben. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Nächsten Dienstag kocht der liebe Micha. Bin ich mal neugierig. Du denkst doch nicht, dass ich dein Rezept koche. Mal sehen, wie wir das machen. Wenn du mir ein Rezept gibst, lieber Micha, dann ist doch klar, dass du das kochst. Mal sehen. Wir müssen aber, glaube ich, zusammen das machen. Alleine schaffe ich das nicht. Ich mache die Kamera und du kommst. Ihr Lieben, es bleibt spannend. Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Ciao.